Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom 29. Spieltag. Endstand 0:0. Und wem da kommt zuerst der Gästetrainer zu Wort? Ja, guten Abend von meiner Seite. Zum Spiel. Ich glaube, dass wir nicht gut ins Spiel gekommen sind. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir so die ersten 5 bis 10 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten, dieses Derby-Feeling nicht ganz auf den Platz gekriegt haben. Haben dann ein bisschen was umgestellt vom Anlaufen her, hat dann ein bisschen besser geklappt, sind besser in die Zweikämpfe gekommen, haben Weiche ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, mehr dafür gesorgt, dass sie lange Bälle spielen, haben es dann auch in der letzten Reihe ganz gut verteidigt. Trotzdem hätte ich in der ersten Halbzeit als einer mal ein bisschen Glück gehabt, wo der Ball durchgerutscht ist. Dann sind wir in die Halbzeit gegangen, haben ein paar Sachen angesprochen. Zweite Halbzeit dann, finde ich, ein bisschen besser ins Spiel gekommen insgesamt. Von Beginn an, glaube ich, auch die eine oder andere Chance gehabt, das Spiel für uns zu entscheiden. Hinten raus ist es dann so, dass Weiche nochmal gedrückt hat, sehr gute Möglichkeiten gehabt hat und sie hat da auch ein Tor hätte schießen müssen. Ich glaube, ist so ein bisschen bezeichnend für beide Mannschaften in der Saison. Dass es vorne vielleicht auch ein bisschen an Glück, bei uns vielleicht auch ein bisschen an Qualität immer mal wieder fehlt. Sodass das Spiel, glaube ich, insgesamt ein gerechtes Ergebnis am Ende hat und ich da insgesamt zufrieden bin, dass wir uns heute auf dem Platz und auch neben dem Platz als einer präsentiert haben. Das ist für uns wichtig. Ich glaube, wir sind gut davor, wir sind realistisch, wir wissen, Klassenerhalt ist eine sehr, sehr unwahrscheinliche Sache und trotzdem werden wir nichts herschenken. Das haben wir, glaube ich, heute gezeigt als Mannschaft. Wir werden versuchen, die nächsten Wochen weiterhin Punkte zu holen, das so gut wie möglich zu machen und dann zu gucken, was am Ende für uns bei rumkommt. Jetzt geht es ja Mittwoch schon gleich weiter gegen Eimsbüttel, wieder ein Gegner, mit dem wir uns auf Augenhöhe befinden, wo wir mit Sicherheit auch die Möglichkeit haben, was Zählbares mitzunehmen nach Kiel. Daran werden wir alles setzen und ich wünsche euch in Flensburg alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ja, danke schön. Ja, guten Abend. Dass wir nichts geschenkt kriegen, das war uns klar. Dass gerade jetzt auch mit Kia Kiel hier viele ehemalige Spieler sind, die sich hier nochmal zeigen wollten und uns nichts gönnen wollten, das war uns klar. Und deswegen war ich auch von der ersten Halbzeit, vor allem ersten Halbzeit, sowas von enttäuscht. Das war schon wenn man es ordentlich ausdrückt, nicht gut. Vor allem von der Zweikampfführung, von der Laufarbeit. Wir wollten umschalten, wir wollten schnell nach vorne spielen, wir wollten die Situation ausnutzen, ob es so ein Standard ist, wo wir dann umschalten können nach vorne. Da war keine Laufbereitschaft, da war Angst, pure Angst, irgendwo einen Fehler zu machen. Und so kann man keine Spiele gewinnen. Das haben wir dann auch in der Halbzeitpause angesprochen. Genau das, was du jetzt gerade gesagt hattest, erste Halbzeit, das haben wir eigentlich viel zu wenig gemacht, dass wir mal in die Tiefe gespielt haben, dass wir auf die zweite Bälle auch mal gegangen sind, weil da Räume waren. Wir haben viel zu wenig rumgespielt. Geduldig spielen ist in Ordnung, wenn es auf Messerschneide ist, aber wenn man ein Ziel hat, vorne ein Tor zu schießen, dann muss man auch irgendwann die Möglichkeit haben, da vorne zu spielen. Ich finde, das haben wir dann zweite Halbzeit besser gemacht. Gerade nach hinten raus sehr, sehr viele Chancen erarbeitet. Aber das ist dann wieder symptomatisch, wenn man das nicht von der ersten Sekunde anmacht, dann kann man sich das Glück auch nicht erarbeiten und dann schießt man eben von 2 Metern drüber, von 5 Metern vorbei. Das war dann, muss man dann auch sagen, Qualitätssache, wenn man so viele Chancen nicht reinmacht. Und zum Schluss kannst du noch bestraft werden, wo wir den Ball noch verlieren, dass du vielleicht dann noch 0-1 verlierst. Das wäre dann noch die Krönung gewesen. Also wir sind, oder ich bin, oder die Mannschaft auch, überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel. Dass sie wollen, das ist klar, aber dazu gehört auch Mut. Und da müssen wir dran arbeiten und vor allem auch an den Abschlüssen. Wir haben es selber in der Hand und wir müssen daraus lernen. Danke. Ja, ich gucke einmal in die Runde. Fragen seitens der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich nochmal einen Zwischenstand von dem anderen Spiel heute Abend. Doch, das ist ein Asser gegen Eimsbüttel, stand eben noch 1-1.
Weitere Termine. Unser Gast von heute spielt, wie schon erwähnt, am Mittwoch gegen Eimsbüttel. Und unser nächstes Spiel ist Samstag auswärts gegen Havelse. Ja, ich wünsche allen noch einen schönen Abend, ein gutes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.